Katzen ablaufen, nur habe ich ihn nicht. Es gibt wieder mal ein bisschen Hallo. Zwischensequenz bei GTA 4 und zwar haben wir gerade den Auftrag erledigt mit den Fernsehsets und sind wieder zurück bei dem verrückten, wie heißt jetzt nochmal, nicht Dimitri? Vlad und Dimitri? Nee, Vlad ist ja der Typ, den wir vorhin umgenietet haben oder was man nicht gesehen hat. Ach so, das ist... Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Ist auch egal. Ja. Dimitri heißt der Typ mit der Krawatte. Faustin, so heißt der da, ja. Ah, ja. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. Ja, der eine zieht sich die ganze Zeit Drogen rein, dem anderen gefällt das nicht. Und dann kommt es mal wieder zu einem kleinen Argument. Und dieses Argument, beziehungsweise dieser Diskurs, dieser Disput, dieser rhetorische, handelt davon, dass in einem Sexshop im Keller unten Pornos gedreht werden. Nein! Ja! Kinder! Und wir werden nicht dran beteiligt. Gibt's nicht, drück aufs Gas. Absolut, da müssen wir sofort hinrasen. Wir haben es noch nicht verpasst. Und ich habe vorhin einen guten Tipp bekommen, der erklärt, warum da vorhin kein Auto stand. Wir haben gerade eben, du hast auch gesagt, so... Man kann in diese gelben Pfeiler auch reinfahren. Und das hätte ich wohl machen müssen, dann wäre da hinten auch ein Auto gestanden, diese gelben Missionspfeile. Aber der Grund, warum ich das extra nicht gemacht habe, ist, dass ich mir vorher am Anfang gleich die Shotgun auswählen kann, bevor ich da reingehe, das mache um ich das aber nicht auch mehr machen immer. Zu müssen. Ist das bei der PlayStation auch so, dass das nicht so schnell funktioniert? Du drückst auf Waffenwechsel und das ist generell später, bei GTA so. Das ist furchtbar. Du musst jetzt irgendwie so ein, zwei Sekunden warten, bis du die Waffe auswählt, die du ihm da sagst. Und das muss schnell gehen. Und deswegen, weil ich in dieses gelbe Dreieck nicht reingefahren bin oder diesen gelben Pfeil, stand da eben das Auto nicht. Was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist. Ja, Schnee von gestern. Ja. Du bist auf dem Weg zum Sexshop. Ich glaube, ja. Das nimmt dir keiner übel. Nö, es gibt ja auch leichte Damen im Spiel. Und es gibt ja auch Cheats. Falls ihr mal ein paar der Cheats sehen wollt, postet doch ein paar in den Comments. Die kann man ja über das Telefon eingeben. Dann kann ich mir einfach mal ein Set neues Waffen vielleicht besorgen und damit ordentlich rumballern. Mal schauen, was so ein Raketenwerfer anrichtet. Also wenn ihr wisst, wie ich an einen Raketenwerfer komme, postet mir die Telefonnummer in den Comments-Bereich und dann werden wir die mal in Action sehen. Dann gibt's auch dicke Explosionen, weil die wollen ein paar Leute auch sehen. Ich habe zwar schon geschafft, ein Auto zum Explodieren bekommen, aber das war auch bis jetzt nur sehr selten. Da hatte ich einen Hammer und bin mit diesem fetten Hammer über ein anderes Auto drüber gefahren und es ist explodiert. Ja. Und dann haben die Reifen von meinem Hammer gebrannt und das sah schon sehr geil aus. Okay. Bis dann mein Hammer explodiert ist, in dem ich saß. Ja, da muss man aufpassen, die geht schnell hoch. Hast du mal probiert? 0900, was wolltest du? Rocket Launcher? Ob das funktioniert? Ich glaube, du meinst 0900 IDKFA. Ja, genau. Der war mit John Carmack. So, jetzt muss ich hier die Leute bewachen. Es gibt ja verschiedene Aiming-Modi. Den einen, dass man sich festlockt sozusagen. Oder das Free-Mode, wenn ich den linken Analogstick nur so ein bisschen andrücke. Trigger nur so ein bisschen andrücke. Listen, big guy, you got a great look going on. Real strong. We can put you in one of our films. Shoot this scumbag in the leg. Naja, ins Bein. Das geht schon, okay. Brett was just trying to be friendly. Shit, he'll be out of action for a couple of weeks. You got some money for Mr. Faustin? Fine, here you go. We ain't gonna have the reach. You should have thought of that earlier. I can't die today. I'm special. I'm really special. I can show you. Joseph, I thought you were a better businessman than this. Wie gut. Er hat beim letzten Mal was anderes gesagt. Also die sagen nicht immer die gleichen Texte. Das finde ich schon sehr, sehr abgefahren. Letztes Mal hat er gesagt so, die Leute brauchen mich irgendwie da draußen, die glauben an mich, alle die ganzen Porno gucken, dann weiß ich was, Fans. Ja, das habe ich so aber auch noch nie gesehen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn man eine Mission neu ladet, dass die Leute ganz andere Sachen reden? Hab ich das finde ich sehr, sehr geil bis jetzt. Ja. Hier, also Nachtstimmung ist auch natürlich auch sehr schön. Atmosphäre, wie gesagt, das hat Rockstar drauf wie kein anderer. Jetzt fahren wir zum Waffenladen und dürfen uns ein bisschen belohnen dafür, dass wir so gut gerackert haben in dem Sinne. Ups. Ups. Da wollte ich gerade den Radiosender wechseln. Ja. Oh Gott, jetzt brennt der. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich nie gesehen. Wie gut. Das ist natürlich ganz schlimm.
Da müssen wir gleich mal aussteigen und genau hingucken. Alter, da hat er gerade einen Sambuca getrunken in dem Moment, als du ihn gerammt hast. So. Ups. Nein, jetzt explodiert das Auto gleich. Rein mit dir, sofort explodiert. Oh, Dimitri, komm mit. Oh. Come on. Action Jackson. Wunderbar. Oh, wir brennen, wir brennen. Ist tot. Scheiße, schnell weg. Durch schnelles Fahren können wir es löschen. Schnell. Verdammt, 200 km/h stirbt, kommt in die Hölle direkt. Das ist super, komm. Nein, lösch dich, du Feuer. Ja. Boom. Bam. Was ist mit den Explosionen? Ich habe gehört, die sollen auch besser sein, PS3. Keine Ahnung, also ich sehe jetzt Explosionen, ich habe auf der Brennstelle keine Explosion gesehen, weil ich ein Auto noch nie zum Explodieren bekommen habe, aber so sehen die dann aus und ich finde, die sehen echt schick aus, ja, das gefällt mir richtig gut. Ich habe halt nur gesehen, dass sie ein bisschen größer waren bei der PlayStation, das sah einfach voluminöser aus, was da irgendwie hochgegangen ist. Aber das ist ja auch von Explosion zu Explosion verschieden. So, oh, jetzt regnet es auch mal. Auch eine schöne Sache. Es gibt natürlich auch dynamisches Wetter, das sich so ein bisschen ändert. Wenn man dann kaputt gegangen ist oder draufgegangen ist, dann startet man im Krankenhaus sozusagen. Wir könnten jetzt die Mission nochmal neu starten. Man holt einfach das Handy hervor und drückt dann nochmal auf Lesen und dann kann man das neu starten. Oder man schnappt sich einfach ein Auto und flitzt los. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Nicht mehr allzu viel, oder? Ja, ich würde mal sagen, so eine Minute würde ich jetzt schätzen. Ja, dann flitzen wir einfach nochmal ein bisschen rum. Ja. Oh, hier so ein Sattelschlepper. Das ist doch mal was Feines. Oh ja. Los. Schnell! Ah. Tür klemmt oder was? Ups. Ja, ja. Was machst du denn auch? Mitten auf der Straße, Junge. Leute passen nicht mehr auf heutzutage. Wenn du links und rechts guckst, hat Pech gehabt. Komm. Jetzt gehen wir mal ins Führerhaus und schmeißen heute den Führer raus. Ist halt auch gute Chance, dass jetzt Country-Musik läuft. Das finde ich auch sehr gut, dass sie an das gedacht haben. Oder wenn man nach hinten fährt, das Piepen. Ich meine, das sind jetzt nicht so Sachen, die sind nicht so wirklich neu. Das ist, glaube ich, ein Riesen-Joke, weil du ja normalerweise überhaupt nicht drauf achtest, auf deine Sicherheit. Und das Piepen ist ja nur für die Sicherheit anderer. Mal schauen, was wir hier noch so anstellen können mit dem Ding. Braucht schon ein bisschen. Hier, komm, fahren wir mal auf den Gehweg, würde ich sagen. Oh, Felix! Weißt du, was nochmal das höchste aller Gefühle wäre? So ein GTA mit dieser Flat-Out-Engine. Dass du auch diesen Zaun da wegbrechen kannst und alles. Ich bin der Terminator! Come with me if you wanna live. Alter, das ist schon ein Monsterding. Das lässt sich nicht so schnell platt machen. Es gibt doch so einen kleinen Trick. Oh. Wenn du die Autos nicht frontal anhaust, sondern wenn du sie von der Seite anditscht, so ganz skillig, wenn du so rechts vorbeist und ditsch, dann springen die zur Seite weg. Da gibt es so ein kleines Physikloch. Ach, ich finde das Physikloch auch so gut. Ja, mit dem Teil braucht man ja überhaupt keine Physik. Jetzt geht es überall durch. Herrlich. Ja, wie gesagt, ist eine lustige Sache. Man kann ziemlich viel Unsinn machen hier in der Welt von GTA. Wir können mal versuchen, das Ding in die Luft zu jagen mit der Shotgun. Oder den hier. Ja, nee. Auf die Einschusslöcher. Oh, oh, los, gib's ihm. Hält ganz schön was aus. Na. Jetzt! What? Ja, danke dir, Felix, nochmal für diese wunderschöne Explosion am Ende. Ja, wir werden gleich noch ein bisschen mehr sehen, wie